Herzlich willkommen zur dritten Pressekonferenz im Internationalen Medienzentrum FCMC in Hamburg, St. Pauli, heute am 6. Juli 2017. Das ist schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen an alle Vertreterinnen und Vertreter der Presse, herzlich willkommen an alle Gäste und herzlich willkommen an alle diejenigen, die uns an den diversen Empfangsgeräten weltweit zuschauen. Kurz zum Ablauf dieser Pressekonferenz. Die ersten 30 Minuten werden davon geprägt sein, dass hier vorne vom Podium Statements von unseren Gästen kommen. Im Anschluss wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen für die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Wie Sie sehen, das Podium ist sehr, sehr dicht besetzt. Von daher werden, auch weil synchron übersetzt wird, die Statements sehr konzentriert ausfallen. Aber ich verweise an der Stelle auf das ausliegende Material unten im Eingangsbereich und darauf, dass im Anfang, am Ende noch die Möglichkeit besteht für direkte Interviews und O-Töne mit den Teilnehmerinnen des Podiums. Das Medienzentrum funktioniert als Plattform für unabhängige Medienberichterstattung zum G20-Treffen. Und wir begrüßen heute und auch in den kommenden Tagen, genauso wie in den vergangenen, lokale und internationale Gäste, die aus ihrer Perspektive die Ereignisse rund um den G20-Gipfel beleuchten. Die internationalen Gäste haben eine längere Redezeit als die lokalen Gäste. Das ist uns deswegen wichtig, weil wir möchten, dass die Kontexte in einem ausreichend angemessenen Rahmen beleuchtet werden können, die Thematiken, die von den internationalen Gästen kommen. Wir als FCMC bieten die Plattform für ein spektrenübergreifendes Bild, für die Statements einer spektrenübergreifenden Gruppe von Menschen. Und das heißt allerdings nicht, und das möchte ich ausdrücklich hier im Namen des FCMC sagen, dass wir uns als FCMC das Gesagte auf der Bühne zu eigen machen. Unser Anspruch ist es, möglichst viele Stimmen hörbar zu machen, und das werden wir auch jetzt im Folgenden tun, mit diesen Gästen auf dem Podium, und zwar zu meiner Rechten Clotilde Oschi, ehemalige Sozialministerin der Elfenbeinküste. Sie wird erzählen von den Schwierigkeiten bei der Realisierung eines Gesundheitssystems in Côte d'Ivoire. Daneben sitzt Miko Huko von Alles Allen. Sie wird berichten zum Verlauf der gestrigen Demonstration Lieber tanzig als G20. Dann sitzen daneben Marvin Hopp und Sasi Götz vom Jugend gegen G20. Bei Ihnen wird es gehen um den Bildungsstreik am Morgen, 7. Juli 2017 und den Reaktionen der Hamburger Schulbehörde. Dann kommt Sinem Mohammed von der PYD und Yavuz Fersulu. Sie beide kommentieren die Einreise des türkischen Präsidenten Erdogan in Hamburg aus einer kurdischen Perspektive. Danach kommt Andreas Blechschmidt. Er wird berichten zum aktuellen Stand der Demonstration Welcome to Hell. Und es gibt außerdem noch Gabriele Heinicke und Martin Klingner, Rechtsanwältinnen. Zum einen Gabriele Heinicke vom Anwaltlichen Notdienst und Martin Klingner als Rechtsanwalt der Camps. Beide werden ihre Einlassungen geben zu den Themen, die aktuellen gerichtlichen Urteile, zu den Protestcamps und zu dem Zitat Generalverdacht gegen links bis autonom und die solidarische Antwort der bürgerlichen Demokratie, Zitat Ende. Herzlich willkommen an das Podium. Den Anfang machen wir aber heute mit einem Statement des FCMC selbst, und dafür möchte ich gerne Paul Ratzel nach vorne bitten. Das Mikro, auch einen guten Morgen von uns als FCMC. Wir haben uns überlegt, ein Statement hier vorzulesen. Ich lese das vor, weil uns das wichtig ist. Dann bleibe ich es wortgetreu. Wir als FCMC, das Mediencenter, haben uns sehr viel vorgenommen, vor allem medial. Wir haben uns vorgenommen, journalistisch sauber zu arbeiten. Das Rezept ist im Grunde einfach. Rechte beachten, Quellen prüfen, Fakten checken. Der Pressekodex des Deutschen Presserats gibt klare Koordinaten für die Arbeit von Journalisten vor. Nahezu alle Verlage und Redaktionen in Deutschland bekennen sich dazu. Das gilt auch für uns. Wir nehmen den Pressekodex ernst, sehr ernst. Wir sind überzeugt, dass Journalisten und Journalistinnen eine große Verantwortung tragen,
respektvoll umzugehen mit Geschichten, vor allem mit Menschen. Nicht umsonst macht der Kodex unter anderem den Schutz der Persönlichkeit an, die Abkehr von Sensationsberichterstattung und die Unschuldsvermutung, die für alle Menschen gleichermaßen gilt, bis ein Gericht anders urteilt. Dies zählt zu den Grundregeln eines Rechtsstaats. Wir mussten in den vergangenen Tagen feststellen, dass die Hamburger Polizeiführung das geltende Recht gelinde gesagt ziemlich eigenwillig ausgelegt hat. Auch der Hamburger Verfassungsschutz überschreitet in diesen Tagen rote Linien. So hat er offensiv den Namen von politisch Aktiven veröffentlicht und sie wie Verbrecher an den öffentlichen Pranger gestellt. Um es klar zu sagen, das ist ein Tabubruch. Im Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung. Das Urteil fällt gegebenenfalls ein Gericht. Das reicht dem Verfassungsschutz offenbar nicht. Er urteilt selbst. Bis Sonntag stehen uns allen anstrengende und angespannte Tage bevor. Wir appellieren eindringlich an alle Medien, ihre grundsätzlich geschützte Aufgabe verantwortungsvoll und angemessen auszufüllen. Das bedeutet aus unserer Sicht, die staatliche Einladung zum Pranger- und Sensationsjournalismus vehement zurückzuweisen. Vielen Dank. Vielen Dank, Paul Ratzel, für das FCMC. Und ich habe an dieser Stelle noch die Freude, darauf hinzuweisen, dass nachdem die Statements von dem Podium gekommen sind und es, bevor es in die Q&A-Phase, also sprich zu Ihren Fragen kommt, noch ein Statement geben wird von Reinher Kahl, dem Vizepräsidenten des FC St. Pauli von 1910. Und jetzt beginnen wir mit dem Podium und ich übergebe das Wort an Clotilde Uschi. Merci infiniment. L'Afrique, pour beaucoup d'entre vous, dans l'imagerie populaire européenne, l'Afrique est représentée par ces centaines de milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui viennent mourir dans la Méditerranée, qui viennent frapper à la porte de l'Europe pour avoir une vie meilleure. Vielen Dank für die Einladung. Afrika wird repräsentiert durch viele tausende junge Menschen, Frauen und Männer, die, weil sie versuchen, an Europas Türen zu klopfen, im Mittelmeer sterben. Sie machen sich auf, um ein besseres Leben zu suchen. L'Afrique, certainement pour vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est le continent de la misère, de la pauvreté, de la faim, des maladies, comme la pandémie du sida. L'Afrique, dans la représentation de l'Occident, c'est l'Afrique des calamités. Für viele unter Ihnen bedeutet Afrika sicherlich die Misere, Krankheiten, Armut, Seuchen bzw. Krankheiten und Epidemien wie AIDS. Für Sie bedeutet Afrika die Misere. Mais ça, c'est ce que vous voyez de loin par rapport à l'Afrique. C'est ce qui est vu à partir de l'Occident concernant l'Afrique. L'Afrique, pour nous Africains, c'est le continent de la richesse, c'est le continent le plus riche au monde. C'est en Afrique qu'on trouve toutes les matières premières précieuses dont l'Occident a besoin pour son développement. Aber dieser Blick, das ist ein Blick aus der Ferne. Für uns Afrikaner und Afrikanerinnen bedeutet dieser Kontinent Afrika ein Reichtum. Das ist der reichste Kontinent der Welt in Bezug auf Rohstoffe, in Bezug auf all die Materialien, die der Westen benötigt. On a de l'or, du pétrole, du coltan, du manganèse, toutes sortes de métaux précieux qui sont utilisés ici par les entreprises européennes. Dabei handelt es sich um Gold, um Erdöl, um Coltan, all die Rohstoffe und Primärmaterialien, die der Westen für seine Industrien benötigt. Mais alors pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à se développer, étant entendu qu'elle a toutes ces richesses-là? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Was passiert also? Was ist der Grund dafür, dass Afrika sich nicht entwickeln kann, obwohl es all diese Rohstoffe und Reichtümer besitzt? La première raison, la première cause de ce non-développement de l'Afrique concerne les Africains eux-mêmes.
Der erste Grund für diese Nichtentwicklung des Kontinents Afrika betrifft uns selber. Les dirigeants africains qui la plupart du temps, pas tous évidemment, mais dont la plupart sont de véritables hommes d'affaires qui sont là pour leurs propres intérêts que pour l'intérêt de la population. Unsere Leader, also unsere Führer, sind in erster Linie Businessmänner, sie sind an den wirtschaftlichen Interessen und an ihrer eigenen Tasche interessiert und sie kümmern sich nicht um das Wohlergehen ihrer Bevölkerung. La deuxième raison qui pour moi est la raison la plus importante, qui est la raison fondamentale, c'est que les pays africains sont indépendants sans être indépendants. Und der zweite Grund und der sehr viel wichtigere Grund für mich ist der, dass die afrikanischen Länder unabhängig sind, ohne eine wahre Unabhängigkeit zu besitzen. Pour les pays francophones d'Afrique, nous sommes indépendants depuis 1960, ça fait 57 ans, mais toutes les décisions qui doivent être prises pour le développement de l'Afrique sont pensées par l'Europe, principalement par la France. Wir, die frankophonen afrikanischen Länder, sind unabhängig seit 1960. Wir sind also seit knapp 60 Jahren unabhängig. Aber all die Entscheidungen, die getroffen werden, die wirklich wichtigen Entscheidungen, werden von Europa, in diesem Falle von Frankreich, getroffen. Donc cette présence massive de la communauté internationale à travers la France dans les pays africains ne permet pas le développement de l'Afrique. Und diese massive Präsenz des Westens in unseren Ländern, die verhindert, dass sich Afrika wirklich entwickeln kann. Il y a donc depuis les années 60, il y a l'aide au développement en direction de l'Afrique. Aujourd'hui, Madame Merkel parle de plan Marshall pour l'Afrique, mais tout ce qui est pensé par l'Occident pour l'Afrique, ça ne peut pas marcher. Seit 60 Jahren gibt es diese berühmte Entwicklungshilfe. Die neueste Auflage ist dieser Marshallplan, den Frau Merkel vorschlägt. Aber all diese Pläne, die werden nicht funktionieren. Parce que fondamentalement, quand on regarde tous ces projets, tous ces programmes, tous ces plans, toutes ces aides qui sont pensées pour l'Afrique, ne bénéficient pas véritablement à l'Afrique, mais bénéficient aux donateurs, à ceux qui le conçoivent. Weil es so ist, dass diese ganzen Pläne, diese ganzen Hilfsangebote, diese ganze Entwicklungshilfe nicht der Bevölkerung zugutekommt, sondern im Wesentlichen dazu ausgedacht wurde, damit die wirtschaftlichen Kräfte im Westen profitieren. Pour que l'Afrique puisse véritablement décoller, se développer, il faut que les pays occidentaux respectent la souveraineté des pays africains. Damit wir uns wirklich entwickeln können, ist es unbedingt notwendig, dass der Westen uns respektiert, damit wir uns eigenständig und nach unseren eigenen Maßgaben entwickeln können. Qu'on puisse laisser les Africains eux-mêmes penser pour eux-mêmes, qu'ils pensent que les Africains puissent mettre en place des politiques qui puissent être en conformité avec leur façon de voir le monde. Und das Wichtige ist, dass der Westen uns selber denken lässt, dass er uns selber unsere Politik entwickeln lässt, damit politische Systeme und in place gesetzt, entwickelt werden, die korrespondieren mit unserer eigenen Art zu denken, mit unserer Realität und mit der Verfasstheit unserer Gesellschaften. C'est comme lorsque vous avez un enfant, quand il a 18 ans, il faut le laisser voler de ses propres ailes. Les parents ne doivent pas être toujours en train de dicter ce que l'enfant doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Das ist wie mit einem 18-jährigen Kind. Da ist es nicht mehr nötig, dass die Eltern immer von oben sagen, was es zu tun und was es zu lassen hat, sondern irgendwann muss es sich selbstständig entscheiden, was gut für es ist. Donc lorsqu'on laissera l'Afrique prendre elle-même en main son destin, alors vous allez voir que l'Afrique va étonner le monde. L'Afrique va décoller et étonner le monde. Wenn wir endlich unser eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen können, wird Afrika die Welt und sich selber erstaunen. Man wird sehen, wozu wir in der Lage sind. Donc au niveau un exemple concret, c'est que quand en Côte d'Ivoire, on a voulu mettre en place un système d'assurance maladie universel, qui était bien pour la Côte d'Ivoire, pour la population ivoirienne, la communauté internationale à travers la France notamment, qui est notre ancienne puissance coloniale, n'a pas voulu qu'on mette en place ce projet d'assurance maladie. Ich gebe euch ein Beispiel. Als wir in der Elfenbeinküste ein eigenes Gesundheitssystem, also eine Krankenversicherung, entwickeln und einsetzen wollten, hat die internationale Gemeinschaft, also in diesem Falle über unsere alte Kolonialmacht Frankreich, verhindert, dass wir diesen Plan umsetzen können.
Oh, si on nous avait laissé mettre en place ce projet d'assurance maladie comme on le voyait, comme on le concevait, aujourd'hui, on aurait eu moins de maladies peut-être dans nos pays africains. Je vous remercie. Wenn wir das hätten umsetzen können, so wie wir es uns selber vorgestellt haben, dann gäbe es heute in Westafrika, also in der Elfenbeinküste, weniger Krankheiten und wir stünden sehr viel besser da. Vielen Dank, Clotilde Hoshi. Ich übergebe das Wort an Mieke Hugo von Alles Ein. Ja, ich spreche hier für den Rave-Zauber, den wir gestern Abend über die ganze Stadt gelegt haben. Und ich muss sagen, auch wir als Teile von Alles Ein, die diesen Protest mitorganisiert haben, waren überrascht davon, wie viele Teile tatsächlich auf der Straße waren. Diese schiere Masse an 20.000 Leuten oder mehr, die da durch die Stadt gezogen sind, tanzend, ravend und auch Sprüche skandierend und Forderungen stellend. Es war ein euphorisches Gefühl, als wir am Ende der Reeperbahn ankamen und die Nachricht durchkam, dass erst jetzt der letzte Wagen in die Reeperbahn einbiegt. Es war ein euphorisches Gefühl, gemeinsam auf der Straße zu sein, in diesem breiten Spektrum an Leuten, von Eltern mit Kindern bis hin zu Menschen, die auch gestern und vorgestern schon auf der Straße gestanden sind und für Camps sich eingesetzt haben. Es brach Jubel aus, als wir hörten, dass 1000 Schlafplätze frei geworden sind. Es brach Jubel aus unter den Leuten, als wir hörten, dass der Zug über die Grenze jetzt gekommen ist. Und ich möchte hier sagen, dass es nicht legitimen oder illegitimen Protest gibt, sondern in erster Linie Protest. Protest ist nicht in erster Linie friedlich oder gewalttätig, sondern kraftvoll und wirksam. Die Forderungen, die gestern auf diesem Protest gestellt wurden, sind dieselben Forderungen, die auf den anderen Protesten gestellt worden sind und gestellt werden. Der Protest ist solidarisch mit den anderen Protesten. Wir sagen alle Proteste allen. Zudem verurteilen wir das Vorgehen des Staatsapparates Leuten gegenüber, mit denen auch wir in den letzten Monaten unsere Proteste geplant und abgesprochen haben, dass diese in der Öffentlichkeit denunziert und kriminalisiert werden. Wir lassen uns nicht spalten. Vielen Dank, Miko Hugo von Alles Allen. Auf dem Podium weiter geht es mit Marvin Hopp und Sasi Götz von Schüler gegen G20. Oder ihr stellt, ich habe eben was Falsches gesagt. Ja. Genau, richtig, wir sind von Jugend gegen G20. Hallo. Genau. Jugend gegen G20 ist ein Zusammenschluss aus über 40 sozialen, internationalistischen, antifaschistischen und gewerkschaftlichen Jugendgruppen, Organisationen, Verbänden aus ganz Deutschland. Wir sind ein Zusammenschluss, so kann man das sagen, einer der größten Zusammenschlüsse, den es die letzten Jahrzehnte gegeben hat, spektrenübergreifend. Und diese Vielfältigkeit, die wir an den Tag legen mit den unterschiedlichen Leuten, zeigt sozusagen, wie groß die Ablehnung ist gegenüber G20, gegenüber einem Wirtschaftssystem namens Kapitalismus, welches zunehmend seine Profite generiert zulasten von Mensch und Natur. Wir haben in den letzten dreiviertel Jahr viel miteinander diskutiert und gemeinsam Aktivitäten vorbereitet. Zwei Fokusse sind der 7.7. und der 8.7. Am 8.7. werden wir uns an der internationalen Großdemonstration Grenzenlose Solidarität statt G20 beteiligen. Dafür reisen eigens 10 Jugendbusse aus ganz Deutschland an. Einige Leute befinden sich jetzt schon in der Stadt und sind auf der Suche nach Unterkünften, wo sie schlafen können. Und gleichzeitig werden wir am 7.7. einen großen Bildungsstreik organisieren. Um diesen 7.7., um den großen Bildungsstreik, gab es in der letzten Woche einen Schlagabtausch zwischen der Schulbehörde und der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, der GEW, die auch die Lehrerinnen und Lehrer vertritt. Und hierfür hat Sassi ein Statement auch der Bildungsstreik AG, die diesen Protest das letzte halbe Jahr vorbereitet hat, vorbereitet. Ich würde einmal weitergeben. Moin, liebe Leute. Am Freitag ist es endlich soweit. Um 10.30 Uhr startet unser Bildungsstreik am Deichtorplatz. Seit Februar laufen die Vorbereitungen. Wir haben den Demoraum organisiert, mobilisiert und unglaublich viele Studis, Azubis, Schülerinnen und junge Menschen haben diesen Tag mitgestaltet. Mittlerweile unterstützen uns über 40 Gruppen, Jugendorganisationen und Gewerkschaftsjugenden. Unter anderem die Lehrerinnengewerkschaft GEW, die am Montag Lehrerinnen und Lehrer aufgerufen haben, tolerant mit den geplanten Aktionen umzugehen und daraus einen praktischen Politikunterricht zu machen.
Am 4.7. ging jedoch ein Brief der Schulbehörde an alle Schulleitungen und wurde in allen Lehrerinnenzimmern ausgehängt. Dieses Schreiben soll sowohl Schülerinnen als auch Lehrerinnen einschüchtern und droht mit Konsequenzen, wenn man an dem Bildungsstreik teilnimmt. Es wurde argumentiert, es gäbe genügend Aktivitäten außerhalb der Schulzeit, um gegen den G20-Gipfel zu protestieren. Jedoch macht ein Streik nur Sinn, wenn man auch das bestreikt, was man kritisiert. Sonst wäre es ja kein Streik. Und unser Bildungsstreik ist der einzige Ort im Rahmen der ganzen Proteste zum G20, an dem Schülerinnen, Studis und Azubis gemeinsam für ihre Vorstellungen eines anderen Bildungssystems auf die Straße gehen. G20 steht für globalen Wettbewerb auf Kosten von Mensch und Natur. Dieser Wettbewerb beeinflusst alle Lebensbereiche, auch das Bildungswesen, das immer mehr dafür genutzt wird, die Jugend zugunsten des Wirtschaftssystems zu instrumentalisieren. Deswegen lassen wir uns nicht einschüchtern, schon gar nicht von Fehlzeiten. Wir erwarten 400 bis 800 Teilnehmerinnen und freuen uns auf eine bunte, geile und laute Demo. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sasi Götz und Marvin Hopp von Jugend gegen G20. Und jetzt das Wort an Sine Mohammed von der PID. Thank you so much for inviting me today to talk about the suffering of our people, my country in Syria, and in particular in Rojava, in the north of Syria. I'm representing the democratic administration of Rojava, of north of Syria, here in Europe. It's my honor today to talk about what's happening in my country. Of course, you all know and you heard about Syria. Now 7 years, still we have conflict, still we have more refugees in all over the world. Still we have the people have been killed till now in all over Syria. Still we have more radical groups increasing in Syria, like ISIS. In all this situation, we in the north of Syria, in Rojava, we could create the coexistence between all the people who are living there, between the Arabs, the Kurds, the Assyrians, the Christians, Armenian, Turkmen. All together, we could build the federal system, democratic federal system in the north of Syria. Of course, our project is depending to have the Syria democratic federalism for all over Syria. But because now we are controlling the north of Syria and we could liberate a large area from the ISIS, the terrorists of ISIS there, we now could also build this project. It is the democratic federalism in the north of Syria. Of course, we have for Syria more and more Geneva talks. 6 Genevas is there, but nothing has been happened. No solution. Till now, nothing is forced to solve the problem of Syria. We, as in the north of Syria and Rojava, we are excluded from the Geneva talks. We are not being included in it. We are asking why. They say, oh, because Erdogan, he doesn't want you to be in the Geneva talks. Because of the Turkey, they don't want to be in the Geneva talks. So I'm asking now, today we are here in Hamburg, and the G20, the Turkish government, Erdogan, he will be here. At the same time he is attending this G20, his artillery is attacking my city, Afrin. At this moment, my city, Afrin, which is in the north of Syria, now is under the attack of the Turkish artillery and tanks. 5 people have been killed yesterday, 3 women and 2 children. They are civilians. They are killing the civilians. They are only bombing the cities, safe cities,
No ISIS is there. No Assad, the regime of Assad is there. Just they are attacking our system. They want to attack the federal system, the democratic federal system. So Erdogan, he created a lot of crimes in our country. Let me talk about one or some of them. First of all, he occupied some Syrian lands in Jarablus, in El Bab, in Azaz, he is there. Another thing, he is now building walls around the city of Afrin. The Erdogan now is cutting the trees of my city. 5,000 olive trees have been cut only to build the walls. And when you talk, he's building the walls in my territory, in my land. But when we talk about it, he said, I am having the security for my country. What kind of security he has, you know? When ISIS is on the border, he never used to say anything. When ISIS was there, he did not do anything. When we now liberated this city from ISIS, he is now creating such crimes. For that, I am just calling the international community. I am calling all the democratic nations in all over the world and here in Germany to support our democratic struggle in the north of Syria and in Rojava. Thank you so much. Meine liebe Freundinnen und Freunde, ich heiße Yavuz Fersoglu, bin von der Demokratischen Gesellschaftszentrum der Kurdinnen in Deutschland, bin der Bundessprecher. Ich muss feststellen, dass die Anwesenheit des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan heute in Berlin und morgen in Hamburg eine Provokation ist. Eine Provokation für die kurdische Bewegung, für kurdische Menschen, eine Provokation für die demokratischen Kräfte in der Türkei, aber auch für demokratische Kräfte hier in Deutschland. Denn Erdogan begeht in der Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen in den kurdischen Gebieten, Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit. Erdogan bombardiert grenzüberschreitend, gegen das Völkerrecht verstößend Irak und Syrien. Türkische Truppen sind in Syrien stationiert. Erdogan verfolgt die pro-kurdische HDP, deren Co-Vorsitzenden im Gefängnis sitzen, ihre Abgeordnete, über 100 der Bürgermeister der HDP sitzen im Gefängnis, die Kommunalparlamente sind vom türkischen Staat aufgelöst worden. Allein dieses zeigt den Charakter dieses G20, das wir grundsätzlich ablehnen. Denn die viele Kräfte in diesem G20 unterstützen den Krieg des türkischen Staates seit Jahrzehnten mit Waffenlieferungen, mit Finanzmitteln, mit politischen Erklärungen. So auch Deutschland, die innerhalb der NATO für die Ausrüstung und Ausbildung des türkischen Militärs zuständig ist. In letzter Zeit haben auch immer wieder deutsche Verantwortliche hier behauptet, dass es zu Krawallen zwischen türkischen und kurdischen Gruppierungen kommen könnte. Sie haben gegen kurdische Gruppen gehetzt. Deutschland hat vor über 25 Jahren mit dem Verbot der PKK und der anderen kurdischen Organisationen ein Konstrukt geschaffen, um die kurdische Bewegung hier zu kriminalisieren. Das lehnen wir ab. Noch in diesem Jahr, am 2. März, wurde die kurdischen Organisationen PYD, die in Nordsyrien mit den Alliierten zusammenarbeitet, hier verboten. Auch gegen dieses Verbot protestieren wir. Wir sind Teil dieser Bewegung, die sich hier in dieser Stadt gegen die G20 auflehnt. Wir rufen alle Kurdinnen und Nicht-Kurdinnen dazu auf, bundesweit am Samstag nach Hamburg zu kommen, in diesen Tagen nach Hamburg zu kommen und ihren Protest hier auf die Straße zu tragen. Ich danke euch. Vielen Dank, Yavuz Fersoglu und Sinem Mohammed. Es geht weiter mit Andreas Blechschmidt. Ja, guten Tag. Ich spreche hier für das Bündnis Welcome to Hell. Wir werden hier heute um 16 Uhr mit einer, vielen Dank, mit einer Auftaktkundgebung auf dem Fischmarkt
unsere Demonstration starten. Wir werden internationale Gäste begrüßen können, um dann im Anschluss daran zu dem Ort, wo der G20 ab dem morgigen Tag stattfinden wird, unseren Protest auf die Straße, dorthin, wo er hingehört, zu den Messehallen zu tragen. Wir wollen heute Abend zum Ausdruck bringen, dass der G20 nicht die Lösung der globalen Probleme von Krieg, Hunger, Ungleichheit, weltweiten Flüchtlingsbewegungen ist, sondern genau dafür verantwortlich und kein legitimer, geschweige denn konstruktiver Akteur in diesen politischen Problemfeldern ist. Wir werden aber auch Teil sein der morgigen Blockaden in Hamburg und wir sind solidarischer Teil der großen Bündnisdemo am Samstag. Das Bündnis, für das ich hier stellvertretend spreche, ist seit einer Woche Ziel einer massiven und denunzierenden Stigmatisierung mit haltlosen und aus der Luft gegriffenen Gewaltszenarien. Dem steht eine Versammlungsbestätigung gegenüber, die mir am Dienstagabend von der Hamburger Versammlungsbehörde zugestellt worden ist, die ohne jede Gefahrenprognose ist, die ohne jede Auflage für vermeintlich für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehende Gefahren auskommt. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite eine massive Kampagne der Hamburger Innenbehörde, vertreten durch den Innensenator Grote, eine massive Kampagne des Hamburger Verfassungsschutzes, eine aus meiner Sicht, das muss ich an dieser Stelle einmal wirklich auch sagen, vergleichsweise unkritische Presse, die sich das offensichtlich zu eigen macht. Wir haben aber auf der anderen Seite die Hamburger Versammlungsbehörde als mein natürliches rechtliches Gegenüber, die mir bescheinigt, dass unsere Demonstration nicht mit irgendwelchen beschränkenden Auflagen belegt werden muss und die uns im Übrigen auch als Abschlussgebungsort die Kreuzung Glacis-Chaussee-Feldstraße-Sieveking-Platz zugestanden ist. Damit kommen wir mit unserem autonomen Bündnis nach der Einschätzung oder nach dem Wunsch, dem Willen der Versammlungsbehörde näher an die Messehallen als jede andere Gruppe. Ich glaube, das spricht für sich. Wir haben ja von Zeynep soeben gehört, was Gewaltverhältnisse sind. Wir haben gehört, wer hier Gewalt ausübt. Und es wäre wichtig, auch im Kontext der G20-Prozesse deutlich zu machen, wer auf der Seite der Gewalt steht, wer für Gewalt steht. Und das sollte wieder mehr in den Fokus geraten als die Kriminalisierung und die Denunzierung legitimen politischen Protest gegen den G20. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Blechschmidt. Es geht weiter mit Gabriele Heinecke. Ich grüße euch. Ich spreche für den anwaltlichen Notdienst. Nach einigen Tagen, die wir jetzt erlebt haben, können wir Folgendes feststellen. Es gibt einen Feldversuch von Seiten des Staates. Wir sehen eine gigantische Bürgerkriegsübung. Wir sehen eine Aufstandsbekämpfung ohne Aufstand. Und man kann sich fragen, wem dient das Ganze? Ein Generalverdacht wird ausgesprochen gegen alle, die gegen G20 sind. Und das ist etwas, was überschwappt in die Presse. Man hat den Eindruck, dass die Politik, dass die Presse, dass die Polizei sich geradezu erhofft, dass etwas passiert mit der Hysterie, die geschürt worden ist. Und das, was Andreas Blechschmidt gerade gesagt hat, dass es mit Sicherheit nicht so ist, dass keine Gefahrenprognose vorhanden ist, sondern dass man vordergründig ohne irgendwelche Auflagen eine Demonstration genehmigt und damit so tut, als sei die Versammlung frei. In Wirklichkeit, wir aber heute Nachmittag, wo auch der anwaltliche Notdienst anwesend sein wird, erleben werden, dass es wahrscheinlich das Gegenteil von Demonstrationsfreiheit ist. Das lässt uns besorgt sein. Besorgt lässt uns auch sein, dass man den Eindruck haben kann, dass die Gerichte in gewisser Weise abgedankt haben. Das zeigt sich bei dem Beschluss des Verwaltungsgerichtes am Sonntag. Entenwerder ist erlaubt worden. Zur gleichen Zeit marschiert die Polizei auf und, ich will es mal despektierlich sagen, scheißt auf den Beschluss. Sie machen dem Gericht klar, dass der Beschluss, dass die Rechtsprechung sie nicht interessiert. Das darf nicht sein. Das ist eine Durchbrechung der Gewaltenteilung. Die Polizei geriert sich in dieser Stadt als Regierung, als Ordnungsfaktor und als diejenige Institution, die über alles zu entscheiden hat. Möglicherweise hat das Verwaltungsgericht verstanden, was die Polizei signalisiert hat, und du wirst gleich noch was dazu sagen, und darum beim zweiten Mal dann erstmal nicht genehmigt. Aber
Es kommen schon, und da sieht man den Hintergrund, es kommen von de Maizière schon Forderungen aus Berlin, nämlich wir brauchen angesichts dieser Massen, die hier auftauchen, eine Notstandsverfassung. Wir brauchen mitnichten eine Notstandsverfassung, sagt der anwaltliche Notdienst, sondern was wir brauchen, ist die Garantie der Grundrechte, ist die Garantie der Versammlungsfreiheit, und diese Garantie, scheint mir, wird in diesen Tagen wieder erkämpft, hoffentlich auch heute Nachmittag. Ich danke euch. Vielen Dank, Gabriele Heinicke. Und als nächstes spricht Martin Klingner. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Martin Klingner, Rechtsanwalt. Ich vertrete das antikapitalistische Camp, das ursprünglich im Hamburger Stadtpark stattfinden sollte und zuletzt für den Elbpark Entenwerder in Rothenburgsort angemeldet worden ist. Gestern ist eine Auseinandersetzung zu Ende gegangen, die seit mittlerweile 2,5 Monaten andauert. Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht entschied in einem Eilverfahren, dass in Entenwerder bis zu 300 Übernachtungszelte für jeweils 2 bis 3 Personen, eine Küche und sanitäre Anlagen aufgestellt werden dürfen. Das klingt nicht nach viel, das ist es auch nicht, das ist viel weniger, als wir beantragt haben und uns zusteht. Aber trotzdem ist das ein juristischer Durchbruch, denn dieses Urteil erklärt im Nachhinein den gesamten Polizeieinsatz für rechtswidrig, den Polizeieinsatz, der verhindert hat, dass das Camp am Sonntag ab 12 Uhr aufgebaut werden konnte, und der nachfolgende Polizeieinsatz in der Nacht zum Montag, als die Zelte, die dort aufgestellt wurden, in brachialer Weise geräumt wurden, mit Schlagstock und Pfefferspray gegen die Demonstranten vorgegangen wurde. All dies erweist sich als das, was wir es immer bezeichnet haben, als ein rechtswidriger Akt. Das, was Gabi vor mir gesagt hat, ist zutreffend. Die Polizei schert sich nicht um Gerichtsentscheidungen. Sie hat am Sonntag geputscht. Geputscht hat die Exekutive gegen die Judikative. Das ist ein unglaublicher politischer Skandal, und dieser Skandal muss auch Folgen haben. Es ist zu fordern, dass alle Einsatzkräfte, die beteiligt waren, dienst- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es ist zu fordern, dass der Polizeieinsatzleiter Dudde sofort entlassen wird, und es ist zu fordern, dass Anni Grote als Innensenator der hierfür die Verantwortung trägt, seinen Hut nehmen muss. Das ist die Minimalforderung, die wir hier ziehen müssen. Wir müssen sagen, dieser Kampf, der über 2 Monate für das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geführt wurde, der endete mit einem Durchbruch insoweit, dass die Gerichte anerkennen mussten, solche politischen Camps stehen unter dem Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Das ist ein Durchbruch, das ist ein großartiger Erfolg. Was allerdings die Polizei geschafft hat, ist, faktisch zu verhindern, dass es zu diesem Camp kommt. Denn meine Mandanten haben gestern entschieden, unter diesen Bedingungen, unter den Bedingungen der Schikane, der Gängelung, der Gewalt durch die Polizei, kann ein solches Camp nicht durchgeführt werden. Und sie haben deshalb sich entschlossen, nicht zurückzugehen nach Entenwerder. Aber, und das hat die Polizei nicht geschafft, nämlich zu verhindern, dass Menschen nach Hamburg kommen. Dieses Verbot von politischen Camps in Hamburg hatte nämlich vor allen Dingen ein Ziel, den Menschen außerhalb Hamburgs zu signalisieren: Kommt nicht her, ihr seid hier nicht willkommen. Doch, ihr seid hier willkommen, kommt alle. Es sind Plätze besetzt worden, es sind Grünflächen geöffnet worden von Privatmenschen, es sind Häuser geöffnet worden, die Kirchen haben Flächen freigemacht. Das ist die richtige Reaktion, so muss darauf reagiert werden. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, nämlich, dass sich diese Polizei mit ihrem Verständnis von Politik hier nicht durchsetzen kann. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Polizei wieder kontrolliert wird, dass sie mindestens unter die Kontrolle der Gerichte gestellt wird und dass sie hier nicht diese Freiräume haben darf, die sie sich nimmt, und quasi diese Stadt mit einem Notstandsregime belegt. Das darf nicht sein in einem demokratischen Staat, und dagegen müssen wir kämpfen. Danke. Vielen Dank, Martin Klingner. Und jetzt möchte ich nach vorne bitten, Reinher Karl, Vizepräsident des FC St. Pauli. Hallo, guten Morgen.
Ich bin heute hier, um bekannt zu geben, dass wir vom FC St. Pauli Teile unseres Stadions freigeben werden für Übernachtungsplätze. Genauer gesagt, die Haupttribüne, die Sie hinter uns sehen. Wir sind ein großes Stadion, das heißt, das ist nicht so einfach. Wir haben gestern den ganzen Tag gebraucht, um zu prüfen, was wir tun können, aber jetzt steht alles soweit. Dankenswerterweise haben die Organisatoren des Camps mit uns gut zusammengearbeitet. Die werden das organisieren, das heißt, die Plätze sind belegt. Wir haben insgesamt 200 Schlafplätze, die wir zur Verfügung stellen. Und wir waren eben nicht darauf vorbereitet, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Behörden ihr Ermessen auch zugunsten der Demonstranten ausüben und ausreichend Plätze und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um den Demonstranten die Möglichkeit zu geben, auch ausgeschlafen zu demonstrieren. Jetzt müssen wir das tun, aber das Oberverwaltungsgericht scheint ja uns recht zu geben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Rainer Kahl vom FC St. Pauli. Und jetzt ist Gelegenheit für Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Medien und der Presse, Fragen zu stellen. Ich möchte Sie bitten, Ihre Hände möglichst sichtbar in die Höhe zu halten, damit diejenigen, die mit dem Mikrofon unterwegs sind, um Sie zu verstärken, Sie auch sehen. Und außerdem möchte ich Sie darum bitten, Sie sich selbst vorzustellen, per Namen und das Medium zu nennen, für das Sie hier berichten. Eine Meldung dort hinten. Vielleicht kriegen wir das Mikro durch die engen Sitzreihen. Für alle diejenigen, die von draußen gucken und uns hier auf dem Podium sehen, ein kleines Lagebild. Wir sind hier in einem Stadion, dem schönen St. Pauli-Stadion, und die Presse sitzt auf sehr eng beisammenstehenden Sitzreihen, wo ansonsten die Fußballfans sitzen. Von daher kann es ab und zu sein, dass wir ein bisschen Manövrierzeit brauchen, um das Mikrofon an den richtigen Platz zu kriegen. Jetzt ist es da. Bitte sehr. Danke. Christoph Twickel von der Zeit. Eine Frage an Reinhard Kahl. Ist er noch da? Gab es denn schon Druck von der Versammlungsbehörde oder der Polizei, besser gesagt, oder der Politik auf euch, sowas nicht zu machen, Schlafplätze zur Verfügung zu stellen? Hallo Christoph. Nee, den gab es nicht. Wir haben für uns entschieden, und das möchte ich auch dazu sagen, Präsidium und Aufsichtsrat haben sehr schnell und ohne große Diskussion entschieden, das war für uns selbstverständlich, dass wir darauf reagieren müssen, dass es mangelt in der ganzen Stadt an Schlafmöglichkeiten und deswegen stellen wir die zur Verfügung. Druck ist von keiner Seite ausgeübt worden, weder pro noch contra. Und noch eine Frage an Andreas Blechschmidt. Erwartet ihr heute im Vorfeld der Demo noch Auflagen oder Verbote seitens der Versammlungsbehörde? Ich erwarte das nicht mehr. Wir haben eigentlich nach der hier auch schon, glaube ich, jetzt hinlänglich beschriebenen Dramaturgie der Gegenseite, die Proteste insbesondere heute, ja, aber auch insgesamt, es sind ja auch Personen der interventionistischen Linken hier öffentlich denunziert worden, hatten wir tatsächlich in Erwägung gezogen, dass die Polizei möglicherweise noch unsere Demonstration kurzfristig verhindert. Sie hat uns ja jetzt einen Auflagenbescheid, den ich schon erwähnt habe, geschickt, der also aus zwei schmalen Seiten besteht und im Wesentlichen unsere Anmeldung wiedergibt. Ich persönlich kann leider nicht in die Zukunft gucken, aber ich schätze es so ein, dass wir möglicherweise im Verlauf der Versammlung heute durch den Polizeiführer vor Ort dann mit Auflagen belegt werden, die dann wahrscheinlich dazu führen, dass unsere Möglichkeit, unsere Anliegen auch in Sicht und Hörweite der Messe zu Gehör zu bringen, sicherlich und möglicherweise stark beschnitten wird. In der Logik der Kampagne der letzten Woche ist es für mich im Moment schwer abschätzbar, ob die Polizei die Haltung und die versammlungsrechtliche Größe hat, unseren Protest dort, wo er hingehört, wirklich zuzulassen. Vielen Dank, Andreas Blechschmidt. Eine nächste Frage. Ich sehe keine Hände und frage noch einmal nach. Doch, hier vorne in der ersten Reihe. I'm from a media in Belgium and so how are you going to solve the problem of accommodation? Because I heard that the big camps are supposed to accommodate like 5,000 people.
And are you expecting that many people to come? And how are you going to solve this problem of accommodation? Wer möchte darauf antworten? Wir hatten dieses Thema eben schon mit sehr mit einigen Beiträgen, aber eine Ergänzung ist sicher gut. Also ich möchte die Gelegenheit kurz nutzen. Ich bin gestern durch den Hamburger Verfassungsschutz als zentrale Person, die die Camps im Hintergrund politisch zu verantworten hat, bezeichnet worden. Das stimmt nicht, obwohl ich diese Frage insofern beantworten kann, dass ich natürlich Teil der gemeinsamen solidarischen Bündnisstrukturen sind, die hier seit mehreren Monaten gemeinsam versuchen, Bedingungen zu schaffen, dass man hier protestieren kann. Aus diesem Wissen heraus kann ich sagen, dass es eben jetzt auf vielen Ebenen den Versuch gibt, Menschen, die hier nach Hamburg zu kommen, eine Bleibe zu bieten. Es gibt private Initiativen, es gibt erfreulicherweise Kirchengemeinden, die Plätze zur Verfügung stellen. Es gibt Akteure wie den FC St. Pauli, die zivilgesellschaftlich engagieren und einspringen in das, was eigentlich der Stadt zugestanden hätte. Wer sich den G20-Protesten nach Hamburg holt, der muss auch den Protestierenden in diesen Raum gehen. Das ist nicht geschehen und es ist gut, dass das hier jetzt von einem breiten Bündnis erkämpft worden ist. Praktische Dinge wie die Verpflegung der Protestierenden sind im Vorfeld organisiert worden. Es gibt einen ganzen breiten bundesweiten Zusammenschluss von sogenannten KÜFAs, also Kochkollektiven, die die Protestierenden hier die nächsten Tage auch versorgen werden. Und es gibt ein breites Netzwerk von Infopoints, die allen Protestierenden, die hier nach Hamburg kommen werden, auch Unterstützung darin geben werden, eine Bleibe zu finden, sich zu orientieren, wie sie hier ihre Tage in Hamburg organisieren können und einen guten, sichtbaren und entschlossenen Protest auf die Straße bringen können. Vielen Dank, Andreas Blechschmidt. Eine Frage in der Mitte. Auf das Mikrofon warten, bitte kurz. Hallo, Sebastian Eder von FAZ.net. Auch noch eine Frage an Herrn Blechschmidt. Und zwar, Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie im Vorfeld denunziert worden seien mit der Veranstaltung, die heute Abend geplant worden ist, in der Frage, ob Gewalt von den Demonstranten eben dort zu erwarten ist. Können Sie denn ausschließen, dass Gewalt von den Demonstranten dort ausgehen wird heute Abend? Also ich glaube, es geht mir in mir wie Ihnen, niemand kann in die Zukunft gucken und deswegen möchte ich mich mit solchen Blicken in die Glaskugel zurückhalten. Ich will mal eins ganz deutlich feststellen. Ich bin hier für ein Bündnis auf dem Podium, das seit mehreren Monaten eine Demonstration organisiert mit einer Auftaktkundgebung. Und wir haben das nicht ohne Grund getan, weil wir uns schon gedacht haben, dass es hier eine Fokussierung und Verengung auf eine Gewaltdebatte gibt, die aus unserer Sicht offensichtlich völlig aus der Luft gegriffen ist. Ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Wenn es für diese Behauptungen, die unter anderem durch den Polizeipräsidenten vor zwei Tagen öffentlich geäußert worden sind, wenn es für die Behauptung des Verfassungsschutzes, für diese erwarteten, das Wort Gewaltexzesse hat die Gegenseite benutzt, gäbe, dann müsste sich das zwingend und logisch in einem entsprechenden Auflagenbescheid der Versammlungsbehörde niederschlagen, in dem den erwarteten Gefahren für Sicherheit und Ordnung durch entsprechende Beauflagung entgegengetreten werden kann oder gar, wenn die Befürchtungen so massiv sind, auch ein Verbot der Versammlung in Frage kommt. Das ist das, was das Versammlungsrecht, das hier immer noch Gültigkeit hat, hergibt. Das ist alles nicht geschehen und deswegen sehe ich überhaupt keinen Raum dafür, dass ich mich als Vertreter des Bündnisses zu irgendwelchen Gewaltfantasien äußern muss, die nicht von uns kommen, sondern die offensichtlich völlig haltlos von der Polizei behauptet werden, um, und ich sage es nochmal deutlich, politisch legitimen Protest, der auch sehr grundsätzlich und fundamental ist, zu delegitimieren und zu stigmatisieren. An diesem öffentlichen Spielchen werde ich mich nicht beteiligen. Die nächste Frage. Götz Rubisch, Radio Korax in Halle an der Saale. Eine Frage an Jugend gegen G20. Die Schulbehörde hat also versucht, die Protestteilnehmer einzuschüchtern. Haben Sie den korrekten Wortlaut dieses Schreibens vorliegen? Ja, wir haben den Brief vorliegen und auch einen Pressebogen dafür. Und ich weiß nicht, ich kann den ja jetzt einmal vorlesen. Also, an die Schulleitungen der staatlichen Schulen in der Freien Hansestadt Hamburg. Sehr geehrte Damen und Herren, unter anderem die GEW hat den Schülerinnen und Schülern
und den Bediensteten der Schulen zu einem Bildungsstreik gegen G20 am 7. Juli 2017 10.30 Uhr aufgerufen. Die Demonstration findet in einer Zeit statt, in der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Unterricht und Lehrer und Lehrerinnen zur Arbeitsleistung an Schulen verpflichtet sind. Deshalb stellt die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an der Demonstration während der Unterrichtszeit eine Schulpflichtsverletzung dar, die Teilnahme von Bediensteten eine Dienstpflichtsverletzung. Die Teilnahme an der Demonstration als praktischer Unterricht ist schon wegen der politischen Neutralität des staatlichen Schulwesens ausgeschlossen. Dass auf einen solchen Demonstrationen die Schülerinnen und Schüler Gefahren ausgesetzt. Kurze Unterbrechung, ja? Das ging ein bisschen zu schnell für okay. Die Dolmetscherin. Vielleicht die letzten drei Sätze nochmal. Okay, die letzten drei Sätze. Deshalb stellt die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an der Demonstration während der Unterrichtszeit eine Schulpflichtsverletzung dar, die Teilnahme von Bediensteten eine Dienstpflichtsverletzung. Die Teilnahme an einer Demonstration als praktischer Unterricht ist schon wegen der politischen Neutralität des staatlichen Schulwesens ausgeschlossen. Dass auf einer solchen Demonstration die Schülerinnen und Schüler Gefahren ausgesetzt sein können und nötige Aufsicht nicht zu realisieren ist, wissen Sie. In diesem Fall treten Schul- und Dienstpflicht auch nicht hinter dem Demonstrationsrecht nach Artikel 8 Grundgesetz zurück. Denn wie aus den Medien bekannt, gibt es eine Fülle von Demonstrationen, überwiegend außerhalb der Unterrichtszeit, an denen die Schülerinnen und Schüler und die Bediensteten selbstverständlich teilnehmen und ihre Absichten wirksam kundtun können. Mit freundlichen Grüßen, Gleim. Who the fuck is this? Die nächste Frage, bitte. Schönen guten Tag, mein Name ist Claude Bouchot. Meine Frage geht an Frau Clotilde Owusu. Sie haben nach Ihrer Darstellung, dass sie war selber auch Sozialministerin in Elfenbeinküste und aus Ihrer Darstellung, dass alles, was sie dort versuchen habe, ist von Weiße oder französische Region blockiert. Haben Sie ein konkretes Beispiel, uns hier zu nennen, zu wissen, was Frankreich in Elfenbeinküste als sie Sozialministerin war und ihre Aufgabe damals war, Gesundheitssystem dort anzusetzen? Haben Sie ein konkretes Beispiel, uns hier zu benennen? Merci. On a des exemples concrets parce que ce que nous appelons communément le néocolonialisme est très pernicieux et très présent au niveau de l'Afrique, notamment de l'Afrique francophone. Et donc, quand vous avez, par exemple, des initiatives qui sont pensées peut-être par les Africains eux-mêmes et que cela n'entre pas dans le schéma de l'ancien colonisateur qui est la France, cette initiative-là est combattue par l'ancien colonisateur. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Neokolonialismus ist für uns in Afrika noch sehr präsent, vor allen Dingen auch in den französischsprachigen Ländern. Und wir erleben eben sehr häufig, dass die Initiativen, die angegangen werden, auch selbst durch die afrikanischen Länder selber, immer noch sehr stark geprägt sind von den alten kolonialen Staaten und dem Einfluss. Et donc au niveau du projet de l'assurance maladie, parce que vous savez que l'assurance maladie en Afrique, il n'y a pas d'assurance maladie. Lorsqu'on est malade en Afrique, si on n'a pas les moyens financiers, c'est sûr qu'on va inéluctablement vers la mort. Et donc, quand au niveau de la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a voulu mettre en place cette assurance maladie. Mais ce n'était pas du goût de l'ancien colonisateur, notamment de la France, et donc ce projet n'a pas pu voir le jour parce que la France n'était pas d'accord de la façon dont on voulait mettre en place cette assurance maladie. Und ich nehme noch mal als ganz konkretes Beispiel die Frage der Krankenversicherung. Die gibt es in Afrika eigentlich so nicht.
wenn wir krank sind, ist es eigentlich so, dass es kaum Mittel gibt und wir in der Regel auch dem Tod geweiht sind. Mit der Machtübernahme von Gbagbo ging es darum, ein neues Krankenversicherungssystem einzuführen. Mit dem Projekt war Frankreich nicht einverstanden und hat dann eben sehr massiven Einfluss darauf genommen, dass sich dieses Projekt so nicht umsetzt. Donc c'est l'exemple concret que je peux donner et voilà. Das als konkretes Beispiel. Vielen Dank. Die nächste Frage. Ich sehe mehrere Hände. Die Dame mit der schwarzen Trainingsjacke. Das Mikro kommt. Das Mikro kommt. Es wird durchgereicht in die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reihe. Jetzt ist es da. Danke, Sabine Siebold von Reuters. Eine Frage an Herrn Blechschmidt. Sie haben der Polizei und dem Verfassungsschutz vorgeworfen, den Protest insgesamt zu kriminalisieren. Jetzt gab es wohl einen Brandanschlag auf ein Autohaus heute Nacht und die Polizei sagt, sie prüfe auch einen Zusammenhang zum G20-Gipfel und dem Protest. Können Sie dazu was sagen, bitte? Nein. Vielen Dank, Andreas Blechschmidt. Die nächste Frage, bitte. Hier vorne. Dankeschön. Ich wollte Frau Hucke noch eine Frage stellen. Wie bewerten Sie denn den Einsatz der Polizei gestern Abend bei der Demo? Es haben viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie waren überrascht davon, wie defensiv sich die Polizei verhalten hat. Haben Sie das auch so erlebt und wie bewerten Sie das? Ja, ich habe das auch so erlebt, aber ich glaube, das eine ist, wir waren überrascht, wie viele Leute da waren und ich denke, die Polizei war auch überrascht, wie viele Leute da waren. Ich habe aber auch ein Verhalten erlebt, was mich auch sehr beschäftigt hat, also nicht nur defensiv, sondern auch, dass dann quasi am Gänsemarkt gleich mal die Wasserwerfer auffahren, obwohl die Demo ganz klar noch am Laufen ist und ganz klar noch nichts passiert ist, was irgendwie in der Richtung von Wasserwerfer hätte gedeutet werden können. Und es gab so diese Kommunikationsteams, die auch am Rande mitgelaufen sind und die Leute, die in der Demo waren, die ganze Zeit angesprochen haben. Das war auch etwas, was mich irritiert und verunsichert hat in erster Linie. Und dann, ja, also wie bewerte ich diesen Einsatz? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich bin keine Expertin im Bewerten von Polizeieinsätzen. Vielen Dank, Miko Huko. Weitere Fragen? Nochmal sichtbar die Hände hoch, wenn es welche gibt. Ich sehe keine weiteren Hände. Und damit haben wir das Ende dieser dritten Pressekonferenz im Internationalen Medienzentrum FCMC erreicht. Aber auch jetzt, wie immer am Schluss der Pressekonferenzen, der Hinweis auf die folgende Pressekonferenz. Und zwar morgen am 7. Juli zu einer anderen Uhrzeit als bisher immer 9.30 Uhr, morgen um 12 Uhr. Unter anderem auf dem Podium sitzen wird Dr. Boga Sako, Präsident der Menschenrechtsorganisation FIDOP, Fondation Ivoirienne pour les Droits de l'Homme et de la Vie Politique. Außerdem dabei Vertreterinnen des Bündnisses Block G20 und des Bündnisses der Großdemonstration Grenzenlose Solidarität G20. Jetzt wird es, wie gesagt, im Anschluss die Möglichkeit geben, O-Töne und Interviews in Einzelsituationen zu führen. Ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen und sage Tschüss, bis morgen. Stay tuned.